spät, aber trotz des großen Erfolgs bald keinen Bock mehr und macht unter eigenem Namen weiter. Nebenbei kauft er die Frankfurter Disco Omen und gründet zusammen mit Freunden sein eigenes Label IQ. Dort bringt er 92 auch sein erstes Album raus und landet damit auch wieder sicher in den Charts. Ich glaube, Accident in Paradise, das Album, das war auch für sich ein schlüssiges Album. Und ich habe da auch mit dem Album keine Kompromisse gemacht, musikalisch, habe mich ausgelebt. Und Esperanza war der, sag ich mal, der erfolgreichste Hit, sag ich mal, auf dem Album. Durch den Erfolg von L'Esperanza wird Sven Väth auf der ganzen Welt gebucht und legt sogar in Japan und Australien auf. Ansonsten gibt er sich ganz dem wilden DJ-Leben hin. Wie schon gesagt, also Ecstasy war auch damit am Start gewesen, ja, genauso wie auch Haschisch, ja, oder auch vereinzelt auch LSD. Ja. 1995 bringt Sven Väth sein Album The Harlequin, The Robot and The Ballet Dancer raus. Und obwohl er immer noch der Feierkönig ist, will er von Drogen plötzlich nichts mehr wissen. Ach, naja, mir hat alles Spaß gemacht. Es ist halt bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, so, jetzt wiederholt sich's und du drehst dich im Kreis und letztendlich nimmt es dir deine Energie. Am Anfang gibt's und dann am Schluss nimmt's. Bei jedem Kredit, den du aufnimmst, musst du halt auch deine Zinsen zahlen und das ist auch beim Drogen so. Ende 97 geht sein Label IQ pleite, aber da ist Geschäftsmann Väth schon längst nicht mehr dabei. Er wechselt einfach die Plattenfirma und zieht sich zusammen mit seinem langjährigen Freund und Produzenten Ralf Hildenbeutel ins Studio zurück. Und nach 4 Monaten ist sein Album Fusion fertig. Das ist gut durchwachsen, würde ich mal sagen, mit verschiedenen Musikstilen, die mich so die letzten 15 Jahre begleitet haben. Von Elektro, Dub, House, Techno, Big Beat, Downbeat. Nach dem Neoromantik-Look der 80er und dem Techno-Outfit der 90er präsentiert sich Sven jetzt im aufgepeppten James Last-Look. Doch Absicht steckt hinter diesen Metamorphosen nicht. Also ich würde es jetzt nicht so sagen, dass ich jede Modewelle mitgemacht habe, aber ich habe immer das gemacht, was mir gefallen hat. Und auch modisch, stylisch und das mache ich auch nach wie vor. Und obwohl Sven Väth jetzt schon 16 Jahre im Geschäft ist, ans Aufhören denkt er noch lange nicht. Ich bin heute ja, 33 und bin motivierter denn je, für die nächsten Jahre noch Gas zu geben, für die Musik was zu tun, für die Bewegung.